ist dadurch entstanden, dass wir vor Ort waren, dass wir mit den Studierenden da reingegangen sind und diese Räumlichkeiten auf uns haben wirken lassen und erst dann entschieden haben, was könnte man dafür arbeiten machen. Also die Studenten sind nicht mit fertigen Arbeiten oder fertigen Ideen gekommen, überhaupt nicht. Die Sachen sind dort entstanden. Und es waren welche, die eben aus dem Bereich Video kommen, andere aus dem Klangkunst. Und am Ende in der Ausstellung hätte man das nicht mehr ausmachen können, wer jetzt in welchem Bereich kam. Also das spricht natürlich dafür, dass man diese Kategorisierung, wie Sie am Anfang angesprochen worden sind, in so einem Fall durchaus sprengen könnte. Weil wenn es darum geht, auf Räumlichkeiten einzugehen, dann kann man auf die Mittel zurückgreifen, an die man schon gewöhnt ist, mit denen man schon gearbeitet hat, aber man kann auch was anderes machen. Jetzt Residency ist nochmal was anderes als so eine punktuelle Aktion. Ja, also das war auch eine Erfahrung in der Gruppe, in den Gesprächen. Es war auch dadurch intensiv, dass es sehr schnell passieren sollte, also dass man jetzt nicht für die Studierenden nicht ein Semester hat, um was zu entwickeln, sondern innerhalb von 2, 3 Wochen muss etwas gedacht, konzipiert und auch umgesetzt werden. Das hat natürlich die Diskussion angefacht und das war auch eine Gruppensache. So, ne? Wenn man an Residency denkt man ja eher an einzelne Künstler, die man einlädt. Aber wenn man das erweitern würde, dann wäre es ja auch eine Begegnung mit dem Ort, aber auch untereinander. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Spur. Ne? In dem Fall. Also nicht so einzelne Künstler. Ich kann mir da durchaus